Hallihallo allerseits. Wir haben beim letzten Mal ja bereits angefangen, das hier unten soweit fertig zu bauen, dass wir von hier aus auch unser Strom nach oben kriegen können. Jetzt ging uns natürlich der Sprit aus. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einmal fix nach unten. Holen uns mal ein bisschen Nachschlag. Und dann würde ich sagen, machen wir da noch ein bisschen die Sachen soweit fertig. Nachschlag, apropos Nachschlag, haben wir hier überhaupt noch was? Wir haben, glaube ich, was angestellt, wenn ich mir nicht ganz unsicher bin. Jo, haben wir auch. Sehr schön. Neigt sich allerdings auch schon dem Ende, ne? Das neigt sich auch langsam dem Ende. Haben wir hier schon noch ordentlich Steine drin? Nee. Also, komm mal her, Steine. Zement, zack, fertigen. Hier machen wir nochmal das gleiche. Zack, fertigen. So, und hier könnten wir an für sich auch schon wieder, ne? Sehr schön. Kann das raus. Das kann alles raus. Dann können wir nämlich nochmal reichlich hier Betonmischung anstellen. Sofern wir denn überhaupt noch Sand haben. Sand müssen wir wahrscheinlich auch noch machen, ne? Jo. Also machen wir jetzt mal hier 1000, 2000, 3000 da erstmal rein. Zip. Da läuft noch einiges. Bruchsand, wie viel können wir denn? 10, ach so, wir können genug, wir haben noch genug Steine. Also, Bruchsand, 2500 erstmal hier. Bruchsand, da auch nochmal 2500. So, dann haben wir das, das, das. Ja, es müsste eigentlich schon fast lang, ne? Da läuft auch noch was. Na gut, komm her, machen wir da nochmal Bruchsand, nochmal ein Tausender hinterher. So, da läuft noch fleißig. Könnten wir allerdings kaum hier gleich nochmal ein Tausender hinterher mischen. So, das nehmen wir da jetzt eben alles schon mal raus. Gut, und dann könnten wir hier Betonmischung, wie viel können wir schon wieder? 190, zack, gleich wieder anstellen. Okay. So, den öffnen wir hier eben. Zack, da haben wir auch wieder reichlich Treibstoff. Haben wir noch Reparatursets? Nur noch eins. Komm mal hier, nehmen wir gleich nochmal wieder ein paar mit. Ja, dann würde ich sagen, bereiten wir noch kurz den Gang vor. Und eigentlich würde ich heute allerdings ganz gerne einmal los ein bisschen Ressourcen holen, ne? Gerade ein bisschen Eisen. Ups. Wir sind viel zu weit gelaufen. Jetzt war ich schon im Gedanken bei Eisen. Hä? So, na, jetzt komm. So, der Gang hier, der muss ein bisschen breiter, auf jeden Fall. Los, komm. Sehr schön. Okay, da fehlt noch einer. So, zwei. Naja, es kommen auf jeden Fall drei oder vier. Weiß ich noch nicht genau, wie breit. Ich würde das ganz gerne so machen, dass man gut reingucken kann. Und halt immer schnell eine Übersicht hat, ne? So, jetzt muss er repariert werden, das war mir schon wieder klar. Das kommt schnell, zack. Damit wir das nicht alles fertig kriegen. Bis zur nächsten Horde. Da müssen wir nicht unten noch zusätzlich absichern. Da wartet auch noch einiges an Arbeit auf uns. Draußen. Die haben uns da ziemlich viel kaputt gemacht.
müssen wir gleich auch noch dicht machen. So, da. Ja, komm, das machen wir später, dass wir das da richtig fertigstellen. Achso, das war nur Sand. Komm nochmal her. Wir gehen nochmal ganz fixen Happen essen. Packen das, was wir jetzt gerade nicht zwingend brauchen, eben einmal raus. So, was wäre hier? Einmal das auf jeden Fall. So, was haben wir da noch? Stahlwerkzeugteile können hier jetzt mal mit rein. So, Stahlwerkzeugteile. Haben wir irgendwas geschreddert, was wir nicht schredden wollten? Weiß ich im Moment nicht. Kommt mir gerade so ein bisschen stutzig vor. So, das kann ich mitnehmen, das kann ich auch noch mitnehmen. Die kann im Eimer hier mit rein. So, das geschmiedete Eisen hat eine, das kann auch eben hier mit hin. Wir müssen nicht Eisen und Stahl und so Krimskrams haben. Hier haben wir nicht auch so gut wie gar kein Eisen mehr drin, ne? Komm, hier stell die 7 wenigstens noch im her. So, wir können derzeit noch eben hier so viel Sand wie möglich rausnehmen. Und dann können wir da nämlich noch eben bisschen hier Betonmischung schon mal anstellen. Wo bleibt das rein? Der braucht noch 10 Minuten, 15 Minuten, 10 Minuten, dann kommt sie vorne rein, wa? Jo. So, komm, einfach an damit. Ups, das wollte ich gar nicht. So, Sand hier im rein, das nehme ich mit. Einmal 6000 Steine können allerdings hier bleiben. Das kannst du gleich mit hoch. Okay, und dann tun wir das oben nämlich so weit zusammenbasteln. So, komm, pfeifen uns hier einmal ein schönes Frühstück rein. So, und dann noch ein kleines Stückchen Brot gleich hinterher. Wieso ist eigentlich unsere Gesundheit schon wieder? Komm, wir benutzen mal so einen Verband, damit unsere maximale Gesundheit mal ein bisschen höher geht. So, jetzt pfeife ich nochmal ein schönes Stückchen Brot rein. Gut. Ich glaube, dann können wir. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt oben den Gang da einmal so weit zu. Und dann gehen wir auf jeden Fall los, gucken, ob wir nicht noch irgendwo ein bisschen Eisenerz finden. Na, jetzt am Ende hat er nochmal richtig zum Vollsprint angeholt. Ja, hätte er eigentlich auch offen bleiben können, ne? Das Ding hier müssen wir auch noch reparieren. Joa, da wartet ein bisschen was hier auf uns. So, den machen wir schon mal hier zu. So, hier ist erstmal das Wichtigste. Den... Ach, Kacke, Moment. Halt, 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 halt. Komm ich da ran? Ja. Boah, Glück gehabt, ey. So, den haben wir soweit zu. Da kommen wir einen hin. Das ist jetzt die Frage, nach außen. Da wären wir schon bei 2, ne? Teilweise hier sogar 3. Das würde auch reichen von der Tiefe. Aber nach außen hin mache ich, glaube ich, nochmal einen mehr. Komm mal her. Zumal die Szene fast alles nur Sand ist. Ich sag, ich habe nicht so den blöden Verdacht, dass irgendwann die Zombies sonst auf die Idee kommen. Ach, weißt du was? Wir gehen einfach durch den Erdboden. Ist viel schneller und viel einfacher. Das will ich natürlich so ein bisschen verhindern, ne? Gut, ich kann hier hinten aber noch hin. Da komme ich jetzt heran, ne? Guck mal. Machen wir das nicht auch noch hier einmal fertig. Sehr schön. So, es wird immer noch nicht reichen, weil wir gar nicht mehr genug Frames haben. Aber wir haben wenigstens schon mal wieder ein Stück weiter zu.
Halt, da hinten ist auch noch Alvas hier. Können wir auch nochmal verbessern, da auch. So, jetzt haben wir nur noch 6 Stück. Ach Quatsch, du doch nicht. Daim zu und dann würde ich sagen, komm, hauen wir da nochmal 2 schon mal drüber. So, fehlen hier noch ein paar und hier noch ein bisschen. Und hier, wie gesagt, 2 dick, das müsste eigentlich fast reichen, ne? Da muss noch ein Gitter ran. Hier muss auch noch ein bisschen repariert werden, ausgebessert werden. Okay. So, dann lasst uns einmal schauen. Hier vorne war doch gleich Eisen, oder? Gehen wir da auch nur mal straight rüber. Dann sind wir gar nicht so weit weg. Dann können wir hier nicht eben fix ein bisschen Eisen holen und dann können wir nicht anfangen und können nicht beispielsweise auch die Frames gleich wieder anschmeißen. So, allerdings sollten wir jetzt eben bei all den Bauarbeiten hier, komm mal her, eben auf Nummer sicher gehen und zumindest unsere Waffen wieder reinpacken und im Nachladen. Ja, nicht, dass wir es wie beim letzten Mal hatten, dass wir unten drinnen stehen und auf einmal kommt da so eine schöne, nette Horde anwandern. Da habe ich keine Lust zu. Gut, so. Haben wir. So, gleich eben hier wieder so einen Weg hoch machen. Wie weit können wir noch bis zur Straße? Ist ja noch ein Stück. Ich meine ja nur nicht, dass wir nicht wieder zu dicht zur Straße hinkommen und dann beim nächsten Mal wieder einen Unfall da verursachen. Ne? Das hatten wir ja auch schon. Ja, da kommt auf jeden Fall noch ein bisschen. So, komm, hau bloß durch hier. Da ist nochmal Metall, nur Eisen. Ja, weil das, wie gesagt, dann haben wir jetzt mal wieder ein bisschen Eisen, dann können wir die Frames machen, dann können wir das Loch da unten zumachen. Dann könnten wir versuchen, noch ein bisschen Stahl herzustellen, dann können wir das Ganze da ein wenig verbessern. Dann können wir nämlich auch unsere Klingenwaffen da nach und nach wieder anbringen. Ja, dann müssen wir mal gucken, wie wir es mit dem Strom machen. Ne? Wir müssen auf jeden Fall müssten wir dann nochmal unterwegs und nochmal ein paar Batterien, Generatoren und sowas besorgen. Dass wir da vielleicht stromtechnisch noch ein bisschen was machen können.
So, lass das Ganze jetzt mal so ein bisschen freilegen. Zack. Oh, das ist doch schön, das Eisen hier. So, hier noch die Ecke weg, damit wir besser hochkommen. Da ist so mal so ein herrlicher Anblick. Wenn hier hinter, ich wollte gerade sagen, jetzt auch noch ein bisschen Eisen ist, ist es wirklich top. Sehr gut, komm hier. Da ist auch noch was hinter. Sand hier mal vorweg. Ja, siehst du, da ist auch noch überall ein bisschen. Das meinte ich nämlich. Hier habe ich gar nicht nachgeladen. So, mal gucken, ob da auch mehr sind. Naja, sie scheinen jetzt mal die einzigen gewesen zu sein. Da, 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 schön Eisen hier. Das ist echt gut. Dann braucht man nicht mal weit weg, hat man das ja gleich hier um die Ecke. Los, komm, bau das ab hier. Batz, batz. Können wir mal gucken, ob wir jetzt allmählich genug Motorteile zusammen haben. Dann könnten wir uns hier nicht vielleicht echt mal eine bessere hier. Einen besseren Erdbohrer craften, ne? Müssten wir eigentlich genug zur Verfügung haben. Lad mal nach hier. Wie viel Eisen haben wir schon wieder? Oh, 6.000, so viel, 12.000. Ah, ein bisschen was geht noch. Ach. Und dann sollten wir auf jeden Fall vor der nächsten Horde einmal hier zum Händler fahren. Können wir uns da nicht nochmal ein bisschen Messing holen? Vielleicht hat er sogar ein paar Patronenhülsen. Könnten wir die ganzen Rezepte mal verkaufen. Dann hätten wir das nicht auch noch erledigt. Ich meine, vielleicht haben wir auch Glück, der hat noch das ein oder andere gute Rezept für uns. Kann auch sein. Na, komm her. Junge, ich will jetzt einmal hier. Zack, so. Hier ein kleines Bildchen vormachen, ne? Das sieht hier gerade ganz genial aus, hier mit dem Eisen. Zack. Was mir gerade so einfällt, eigentlich fehlt noch im Spiel so ein bisschen was. Was hier alle möglichen Infos, auch über ein Kerli und was sie hier für Erfolge machen mit EP zu wachsen und so ein Krimskrams. Eigentlich wäre mal geil, so eine Statistik zu sehen, wie viel Eisen du schon abgebaut hast, wie viel, hier gibt es ja jetzt auch noch Blei, wie viel Blei du abgebaut hast, was du so an Sand weggeschafft hast und sowas. Das wäre mal ganz interessant zu wissen. Ich denke mal, es wird eine enorme Menge sein, die da. Wie man vor sich her trägt, so gesehen. Wie viele Tonnen Zement wir verarbeitet haben. Na gut, im Endeffekt, im Survival-Leben interessiert das dann keinen Menschen, aber es wäre schon mal ganz spannend, so als reine Statistik. Klang gerade so, als wenn da oben schon wieder irgendwas lief.
Das lad nach hier. Ich glaube, das Eisen nähert sich hier so langsam dem Ende, ne? So wie das aussieht. Hier doch langsam weniger. Ja gut, ich meine, weg ist die Mine ja trotzdem nicht. Gerade was das Blei hier angeht, ist ja auch noch ein bisschen was drin, ne? Bisschen was an Blei brauchen wir auch, ne? Für unsere Schrotflinten-Muni. Von daher, wenn wir hier schon sind, werde ich jetzt gleich hier auch zumindest eben so ein bisschen Blei mitnehmen, dass wir nochmal auf 500, 1000 oder sowas kommen. Den wir dann nicht auch schön wieder in die Schmelze reinhauen können. Dass wir da dann Nachschub bekommen. Na komm, los, baue hier noch ein bisschen was ab. So, jetzt sind wir schon bei 1500. So, komm, jetzt wollen wir hier nochmal ein bisschen Eisen. War hier nicht an der Ecke eben noch irgendwo Eisen? Hier ist nur noch Sand, war. Da ist ein bisschen Eisen. Nehmen wir das nochmal weg. Hier ist auch noch was. Na komm, lad nochmal fix nach hier. Ein bisschen vereinzelt ist sie aber noch. Hier ist nochmal ein größerer Happen, da beißen wir nochmal ordentlich rein hier, das nehmen wir mit. Wie gesagt, dann können wir uns nämlich da nochmal ordentlich Frames herstellen. Damit wir das da unten jetzt mal alles wieder fertig kriegen, dass das schön heile ist. Dann können wir anschließend anfangen, uns mal ordentlich Stahlbacken zu machen. Können wir es oben ein bisschen ausbessern. Wir müssen auf jeden Fall einige an Klingenwaffen wieder herstellen, die wir ja noch wieder zu reparieren haben. Bin mir nicht ganz sicher, ich meine, 3 Stück hatte ich schon angeschmissen in der Werkbank. Die hätten wir immerhin schon mal, aber... schon wieder repariert werden hier. Den geht auch schneller kaputt, sonst was. Was haben wir denn jetzt? 6, 12, 18, 24, 30, also knapp über 30.000 Eisen. Das ist ja schon mal ein bisschen was, ne? So, jetzt müssen wir uns hier gleich nur noch einen Weg nach oben machen. Irgendwie kloppt da oben, Typi. Ich höre ihn nicht, gerade kloppen. Ist auch noch überall ein bisschen was zwischen, ne? Da auch noch.
So, wo ist er denn am Gange? Ist er hier drin am Klopfen? Nö. Irgendwie hört man es manchmal so ein bisschen so am Kloppen. Keine Ahnung. So, komm, das reicht so. Wir kommen hier wieder halbwegs gut runter. Hier ist nochmal ein bisschen. Das nehmen wir auch mit, aber muss das jetzt auch ausreichen? Hier ist auf jeden Fall noch einiges, was wir noch rausholen können. So. Komm her, das muss reichen. Das ist ein Karls Cast. Da wollten wir damals auch ursprünglich rein, ne? Als Verteidigung gegen die erste Horde haben wir uns damals aber ja doch noch umentschieden und hier angefangen, unsere kleine Base zu bauen. So, zack, Ackeraufnahmen. So, einmal fix hier runter. Zack, dann hier schon mal gleich. Batz, batz, da 12.000 rein. Hier wären erstmal 12.000. Kommen hier 18.000 zwischengelagert. Dann kommen hier nochmal mit rein. Das Blei. Und Eisen. Da noch mit drauf. Du auch noch. Sehr schön. Da kommt Flugzeug. Den Loot-Wop können wir auch nochmal holen, die Tage. So, komm mal her. Kommt ihr nochmal damit hin. So, wir könnten noch eben hier, komm mal hier ein Tausender, nehmen wir schon mal 2000 mit. So, was war hier jetzt noch drin? Nix mehr weiter. So, Batz, hier können wir auch gleich Zement eben wieder, bam, fertigen. Zement fertigen und das nehme ich mit. Gut, hinten angefangen, haben wir hier 1000 Sand, da haben wir zweieinhalb. Hier haben wir nochmal ein bisschen was. So, und da haben wir nochmal reichlich Betonmischung. Dann hier Betonmischung. Wir können 3400, also 1000 mischen. 1100 mischen. Und hier den Rest mischen. Sehr gut. So, wenn er da vorne durch ist, macht er da gleich nochmal 2500 Bruchsand. So, dann haben wir's. So, das müsste schon mal wieder ein bisschen reichen. Dann haben wir hier, wo sind sie? Stahlgerüstblock. Bats, komm, fertigen. Sieben Stück, da kommen wir nämlich noch nicht so weit mit, ne? Da habe ich eigentlich noch Patronenhülsen. Da, das kann eigentlich auch schon wieder hier rein. So viel Leben brauchen wir eh nicht. Mann, 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 da. Ölschiefer brauchen wir auch mal wieder, ne? Damit wir uns ein bisschen mehr Treibstoff machen könnten. Ölschiefer. Hatte ich hier jetzt eigentlich noch Betonmischung drin? Ne. Na gut, die werden ja für den Anfang erstmal reichen. Um das da unten gleich zuzukriegen. 27 haben wir. Gut. So, ihr Lieben. Ich würde sagen, wir werden jetzt in der nächsten Folge versuchen, unser Loch da unten dicht zu bekommen. Ja. Und dann schauen wir erstmal weiter, ne? Bis dahin. Ciao, ciao.